Also hallo Alf. Hallo. Willkommen bei SpeedGeek. Uns freut es besonders, heute in Jembach einen der bekanntesten Studio- und Live-Musiker Deutschlands hier zu haben. Und wie wir erfahren haben, bist du ja schon sehr lange im Geschäft. Kannst du ein wenig etwas erzählen über deinen musikalischen Werdegang? Mhm. Wie hast du angefangen? Wie hat sich das Ganze dann intensiviert? Und wie bist du dann heute auf diesem Level gekommen? Du spielst ja sehr mit sehr prominenten Leuten, wie zum Beispiel mit Wolf Mann, mit Georg Danzer, mit Gianna Nannini, mit Chaka Khan, heute mit Xavier Naidoo oder den Söhnen Mannheims. Einfach ein paar Worte, wie du das alles siehst. Also ich habe angefangen, war ich 10, im Spielmannszug, 6 Jahre nur Snare Drum. Dann mit 16 habe ich ein Schlagzeug bekommen, habe dann einen Lehrer gehabt, habe mir dann im Prinzip alles selber beigebracht, habe sehr viele Schulen durchgemacht und habe mit vielen Bands gespielt in der Zeit. Würde ich mal von 16 bis 20 so semi-professionell viele verschiedene Musikrichtungen gespielt. Hab dann irgendwie eine Audition gespielt in Köln bei Wolf Mahn und bin dann da so praktisch ins Profi-Business gekommen. Dann kam eins zum anderen. Ich meine, man spielt und man ist dann im Prinzip so, man wird angerufen und kannst du da spielen. Also mein Werdegang, würde ich mal sagen, war im Prinzip eigentlich immer so, dass ich vom einen Job zum anderen empfohlen wurde. Ich habe nur eine Audition gespielt in meinem Leben, das war die von Wolf Mahn. Ansonsten war das dann immer so, ja, Ralf, ich habe dich da mit dem gesehen, kannst du halt bei uns auch spielen. Und so ging das halt dann weiter. Im Speziellen mit Chaka Khan war es so, da war es, ich hatte eine Band, die hieß Zebra damals und wir haben sehr viel, sage ich jetzt mal, Fusion-Jazz-Covers gespielt. Und die Chaka war zu der Zeit in Deutschland, hat uns gesehen und dann war sie irgendwann bei uns im Proberaum und hat mit uns Ain't Nobody gejammt und dann haben wir 2,5 Jahre mit der gespielt. Und ja, ansonsten, es ging halt immer so weiter im Prinzip von einem Ding zum anderen, manchmal auch 2 oder 3 verschiedene Sachen gleichzeitig. Und das Business funktioniert im Prinzip eigentlich so, dass man weiterempfohlen wird und man kann es machen oder man kann es nicht machen, je nachdem wie die Zeit halt bei mir jetzt aussieht. Und spielst du heute lieber live oder Studio? Eigentlich beides. Ich meine, wenn ich live spiele, dann ist es natürlich eher so ein Gig, wo ich nicht so kreativ bin. Ich spiele dann das, was geprobt worden ist, wird dann abgerufen und wird safe gespielt. Im Studio ist man dann eher so kreativ und man spielt so ein bisschen raus, mehr oder weniger, und presst sich aus so, und versucht alles zu geben für die Produktion. So. Wie kreiert man seinen individuellen Stil? Mhm. Und gibt es Musiker, die dich heute noch inspirieren und weiter? Ja. Den individuellen Stil, den versucht man so hinzukriegen für mich, was soll ich sagen, man nimmt sich auf, man hört immer wieder Live-Gigs, Studio-Recordings und für mich ist irgendwie ganz klar, der Groove ist im Vordergrund, der Sound ist sehr wichtig und klares Spielen ist total wichtig. Weil in einer Band, in der Bandkonstellation kannst du nicht irgendwie Sachen ausprobieren, das musst du zu Hause ausprobieren. Von daher, klares Spiel ist wichtig. Benutzt du Musik-Apps? Wenn ja, welches kannst du zum Beispiel empfehlen? Benutze ich Musik-Apps? Ich bin eher so ein bisschen konservativ eingestellt. Ich gucke mir Videos an, ich höre Platten und im Prinzip muss ich mir dann, wenn ich was mir bearbeite, muss ich das dann rausschreiben, selber analysieren, zu Hause rumprobieren und das ist für mich genug, um weiterzukommen. Mhm. Was war dein aufregendster Gig in deiner Musiklaufbahn?
Rock am Ring auf jeden Fall. Mit Söhne. Wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe. Ohne Filter mit Chaka Khan damals. Haben wir schön live 1,5 Stunden gespielt. Ja. Gibt es noch Musik oder Bands, in denen du gern spielen würdest? Ah ja, klar, auf jeden Fall. Wunsch zum Beispiel? Traum? Wunsch wäre auf jeden Fall. Ich bin ja immer so ein bisschen. Auf der einen Seite ist bei mir Jazz und auf der anderen Seite ist Pop. Also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich spiele beides gern. Im Pop-Bereich würde ich gern mit Sting spielen oder Peter Gabriel, ganz klar. Im Jazz-Bereich würde ich natürlich gern mit zum Beispiel Steps Ahead und so weiter. Also ja, so in der Richtung. Wo siehst du dich heute in 20 Jahren? Hast du ganz spezielle Wünsche noch für deine Zukunft? Auf jeden Fall. Ich würde in 20 Jahren eigentlich gern nur noch das spielen, was mir wirklich Spaß macht. Weil es gibt ja dann, heutzutage ist natürlich dann auch so, du kriegst einen Anruf und sagst, ja okay, mach ich. Und dann merkst du natürlich, es ist ein bisschen Dienstleistung mit dabei und sagen wir mal, es ist 60% Spaß, 40% Dienstleistung. Und vielleicht kann ich diese 60% Spaß aufstocken auf 90%. Das wäre gut. Ja, das wünschen wir dir. Ja. Viel Glück in deiner weiteren Karriere. Danke. Danke für das Gespräch und alles Gute. Danke.